Jesus spricht auch heute zu uns, mitten in unsere Zeit, mitten in unser Herz. Wenn ihr mein Bild betrachtet, seht ihr mein Herz schlagen. Mein heiligstes Herz, aus dem unaufhörlich Blut und Wasser quellen, als Erlösung und zur Reinigung für euch. Mein heiliges Herz ist geöffnet, um jeden Sünder aufzunehmen, der zu mir kommen will. Wer will zu mir kommen, dem Höchsten und Heiligen? Wer will kommen? Es sind die Demütigen und die Kleinen, die guten Willen sind. Es sind die, die der Vater zum Hochzeitsmahl lädt, zum großen Fest seiner Liebe. Die Kleinen, die nichts haben, sie geben im Überfluss. Mein Herz steht offen und ihr gebt mir im Überfluss alles, was ihr mir geben könnt. Gebt und schenkt meinem Herzen das, wonach sich mein Herz am meisten verzehrt. Eure Brüder und Schwestern, die weit weg von mir leben, die meiner scheinbar nicht bedürfen, die nicht an meine Barmherzigkeit glauben können. Mein Herz leidet und blutet. Geht behutsam mit meinem Herzen um und schenkt ihm eure Liebe. Spürst du immer mehr die innige Vertrautheit in dir? Auch immer mehr in den alltäglichen Situationen oder in Situationen, in denen es dir sonst unmöglich war, diesen inneren Frieden, die Ruhe, Gelassenheit und bleibende Wahrheit in dir zu spüren, die dann dein ganzes Sein und Wesen durchdringen. Lass es geschehen, immer mehr. Lass dich immer mehr von meiner Liebe durchdringen. Es ist die ewige Liebe, die dich heimsucht, die einen Weg zu dir sucht und findet. Ach, wären alle meine Menschenkinder so, aber ich lasse ihnen ihre Freiheit. Der Strom der Liebe wird auch sie erreichen. So gib mir jetzt deine Hand, die du bereit bist, in meinem Weinberg zu arbeiten. Bete, bete, komm zu mir und bleib bei mir. Tröste mein Herz und arbeite mit meinem Herzen und bleib an meinem Herzen. Da ist auch der Heilige Geist, der dich nährt und der dich weiterführt, der dich lehren möchte, deinen eigenen Weg zu gehen, in den du auf nichts anderes schaust als auf mich. Sobald du anfängst, auf andere zu schauen, ihre Führung, ihren Weg, verlierst du dich. Das bist nicht du. Ich habe mit jedem Einzelnen einen besonderen Weg, der nur derjenige leben kann, für den er bestimmt ist. Ist das nicht schön? Ist das nicht einmalig? Bist nicht du einmalig? Deshalb freue dich, denn du bist du. Vieles lernst du von anderen. Viele stelle ich dir auf deinen Weg,
damit du weitergehen kannst, Schritt für Schritt. Danke für all die Menschen, die ich dir auf deinen Lebensweg gestellt habe, und halte Fürsprache für sie. Wisse, es sind immer so viele Situationen, in denen es wichtig ist, klar und offen für den Heiligen Geist zu bleiben. Die sind entscheidende Momente für dich und für die ganze Welt. Glaube nicht dem Verführer, der dir einreden will, dass du nichts bist und die anderen sind besser geeignet, dass du nur ein Lückenbüßer bist. Denn das ist alles nicht wahr. Glaube mir, gerade in diesen Momenten, in denen diese Gefühle aufkommen, bist du für mich, für deine Sendung wichtig, so wichtig. Es sind die Stunden der Entscheidung. Handle also nach dem Heiligen Geist, lerne zu hören, auf mich zu hören, immer mehr, immer öfters. Und du wirst Wunder erleben, mit mir, in mir, durch mich, mit dir, in dir, durch dich, durch mich. Dass ich dich liebe, das weißt du. Sei dir dieser Liebe bewusst, ganz bewusst. Sei du, also auch ich. Vertraue auf den Heiligen Geist, der in dir ist. Er ist bei dir und wird dir zur rechten Zeit eingeben, was du tun, was du sagen sollst. Höre auf ihn. Vertraue darauf, dass alles gut wird. Es ist wieder ein neuer Baustein, der zu mir führt. Sei einfach Werkzeug, das sich gebrauchen lässt. Zum Wohle der Menschheit. Das sich gebrauchen lässt von keinem Geringeren als von mir, dem Allerhöchsten. Der, der gebietet über alles. Sei Werkzeug, mein Kind. Du hast doch einen Zeugen, dass ich in dir wirke, die Ruhe, die dich umfängt, die Ruhe deines Herzens. Du bist auch nicht alleine. Ich habe ganz viele um dich versammelt, die dir wohlgesonnen sind. Sieh, was ich alles bereitet habe für dich, für die Menschen, die um dich herum sind. Auch für sie habe ich Aufgaben. Bete, dass sie sie annehmen können. Bete ohne Unterlass, bete mit dem Herzen. Den ganzen Tag, auch wenn du nicht daran denkst, bete. Ich liebe dich, geh deinen Weg, sieh, wie weit du schon gegangen bist. Jetzt geht es weiter, Schritt für Schritt. Ich danke dir, von Herz zu Herz. Immer mehr erobert ihr mein Herz, immer mehr kommt die Liebe zum Vorschein. Immer mehr lasst ihr euch von der Liebe leiten. Immer mehr. Ich danke euch.